Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ade! Jawohl! Du hast uns im letzten Part hier abgestellt. Jo. Hast diesen du netten, darfst diese eklige Truhe aufmachen. Ja, du hast diesen netten Frosch bekämpft. Das ist so, glaube ich, so mein zweitliebstes Zelda-Item vielleicht. Pfeil und Bogen mag ich ja irgendwie so am liebsten. Der Greifhaken, Enterhaken, Fanghaken. In jedem Zelda-Spiel ein anderer Name und im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Aber es ist sehr cool. Na dann, hol ihn raus. Okay. Ich meine, wie gesagt, ich fand das schon offensichtlich mit diesen netten Dingern hier überall. Und wie gesagt, die Kronleuchter am Anfang sahen halt echt auch so aus. Ein bisschen, ja. Deswegen, also wenn man das Muster kennt... Aber gut. Vielleicht bilde ich mir das nur ein und das war gar nicht so offensichtlich. Aber nun können wir so ein paar Sachen machen mit dem Ding. Ja. Ein paar viele. Nicht nur in diesem Dungeon, auch allgemein. Mhm. Also theoretisch können wir wieder rauslaufen und alles allerlei Sachen machen. Was wir übrigens auch machen können. Dem armen Ding seinen Panzer klauen. Ich muss auf ihn drauf. Du bist einfach ins Wasser geschmissen hast. Da habe ich auch gleich die Quittung für bekommen. Ja. Aber ja, das kann man auch tun. So. Was war hier jetzt noch? Also ich glaube, hier kannst du erstmal noch nichts machen. Wobei, ich glaube, dreh ich mal kurz um. Da oben kannst du ja mal festhalten, ja. Aber das ist, glaube ich, auch nur für Rubine im Endeffekt. War da nicht der Masterschlüssel? Da kommst du auch erst später hin. Ja, ich muss auch noch den Wasserstand hochkriegen. Mhm. Aber ja. Ne? Ich habe das Gefühl, der hat hier nicht so eine riesige Reichweite wie in anderen Zelda-Spielen. Nee. Ich glaube, der von... Also der Enterhaken in Ocarina of Time und der Fanghaken in Majora's Mask sind echt noch die längsten. Mein Rubin... Jetzt will ich dich auch nicht mehr. Einfach rüberziehen. Ja. Ich muss mich noch nicht mal an das Ding festhalten. Das Efeu tut's auch. Das Efeu? Der Efeu? Der Efeu, oder? Der Efeu. Die Pflanzen. Was heißt es? Der Pflanze? Der Pflanze. Der Pflanze wächst. Der Pflanze ist grün. Der Pflanze ist immer vor dem Chef in der Laden. So in etwa. So. Das Wasser kommt von direkt über dir, oder? Ja. Ich geh mal hier rüber. Okay. Ich hab meinen Spaß. War hier auch noch eine Truhe zufälligerweise? Irgendwo? Irgendwo war, glaube ich, unten noch eine. Ha. Ich weiß auch nicht mehr wo. Ich kann mal kurz hier gucken, ob ich was sehe, aber... Aber nee, Moment. Die unten habe ich doch schon geholt, da hinten in dem Gang. Oder? Huch, hast du auch schnell getötet. Irgendwie schon. Ich meine... Die habe ich doch schon. Ja, genau. Dann müssen wir doch nach oben. Zweimal gucken kann nicht schaden. Mhm. Guckt aber auch mal so lustig nach oben. Guck mal zu diesen Schaltern. Ja. Die kann man jetzt wahrscheinlich auch wesentlich leichter umlegen. Du kannst versuchen, an den Kronleuchter oben dran zu kommen. Stimmt. Aber von wo? Erstmal in dich reinlaufen. Immer gut. Ich glaube, du kannst von jeder Seite da dran kommen. Na? Einfach durch. Ja. Und jetzt ist jetzt einfach nur noch ein Stempel drin oder so. Ja. Nope. Ein neues Herz bekommen. Yay. Super. Nur schon 8 Herzen. So, jetzt musst du nach links. Ich glaube, hier kann ich ganz gut. Ja, Link. Das war eine super Idee. Andere Richtung. Aber das war doch links. Habe ich links gesagt? Ja. Dann meinte ich rechts. Aha. Du kennst doch meine Ost-West-Schwäche. Ach so. Wir haben da ja noch so eine schöne Wasserrutsche. Mhm. Die möchte ich auch unbedingt nochmal runter. Aber erstmal musst du hoch. Ja, leider. Kennst du diese Riesenrutschen, wo du auf so Fußmatten runterrutschen kannst? Mhm. Ich habe es immer gehasst, dass du erst ganz hoch laufen musstest. Es war so anstrengend. Ja gut, muss ja auch sein. Und das immer... Ey, doof.
Ich glaube, da komme ich nicht rüber. Mhm. Dann halt nicht. Dann nimmst du halt einfach den Umweg. Komme ich hier mit dem Haken zufälligerweise jetzt irgendwie rüber? Oder einfach so rüber? Oder einfach du gehst, ganz normal. Das kann man auch tun. Ich wollte es halt etwas epischer machen. Aber gehen. Ah, da ist die Tür offen. Die Sache ist immer, ich finde diese ganzen Wassereffekte so schön. Aber ich weiß nie, wie die original eigentlich ausgesehen haben, ob die da auch schon so toll waren. Ja, von der Seite. Von der Seite. Mhm. Jetzt beginnt der Spaß. Du kannst einfach schnell machen und an dem Rand da hochlaufen. Könnte ich das? Ich weiß nie ausprobiert, ich habe mich immer so hochgezogen. Quasi immer ein Stück gelaufen und dann mit dem Enterhaken. Ja, gut. Darfst du nicht runterfallen? Ja, ob das so viel schneller ist, ist dann die andere Frage. Wenn ich sehe, wie knapp du teilweise am Rand entlang läufst. Es ist aber auch eine Nervenarbeit. Mhm. Mir schauen gerade hunderte von Leuten dabei zu. Ich darf sie nicht enttäuschen. Wie du mit dem halben Fuß schon im Abgrund stehst. Nein! 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 Ich kann auch nicht mal die Eisenstiefel anlegen. Naja, wenn du jetzt die Eisenstiefel anlegen würdest, würdest du noch schneller rutschen. Ich hab alle enttäuscht. Ich bin denn... Warum hast du diesen blöden Vorschlag gemacht, Jan? Warum hast du ihn befolgt? Ich dachte, du bist ein guter Mensch. Also ich komme da normalerweise hoch. Normalerweise? Wie oft bist du diese Wasserrutsche schon hochgelaufen in deinem Leben? Einmal? Ich habe Dragon Princess mehrmals durchgespielt. Ich habe also das Herzteil nie geholt. Ich laufe jetzt so hoch. So. Ich finde, wir haben schönes Wetter draußen. Woher willst du das wissen? Es ist stockdunkel draußen. Ich sehe die Sterne. Ich finde mich gut, okay. Ich könnte das nicht ertragen, jetzt nochmal am Rand entlang zu laufen und dann wieder runterzufallen. Das tut meinem Ego nicht gut. Eigentlich müsste er ja eigentlich den ganzen Weg wieder runterrutschen, weil er null Halt hat auf diesem glatten Boden. Ja. Kann er sich an die Dinger auch dran klammern? Mm-mm, so die Lampe dran. Ja und? Kann sich hochrollen eigentlich? Ein bisschen schneller irgendwie. Ja, stimmt. Weil wenn ich bedenke, früher in Ocarina of Time, in der N64 Version, konntest du mit den Eisenstiefeln Rückwärtssaltos machen. Ja, und gut. Dadurch dich schneller fortbewegen. Ich frage mich gerade, ob es einfach schneller wäre, weiterzugehen, anstatt dich dahin zu ziehen. Ich will den epischen Weg machen. Na dann. Und guck dir das schöne Wasser wenigstens an. Also du konntest mit den Eisenstiefeln echt nur so einen Schritt nach dem anderen machen, aber Rückwärtssaltos ohne Ende. Ja, ne? Das wurde in der 3DS-Version geändert. Wurde ja so einiges geändert. Mhm. Wobei die Leute ja immer ziemlich kritisch sind. Oh, Ocarina of Time, Remake, Majora's Mask, TP, ist ja so unnötig. Wind Waker. Aber ich denke mir so... Wir haben jetzt alle Remakes durch, jetzt muss ein neues Spiel kommen. Ich weiß nicht, ich finde einfach, die Leute, die keine Wii oder kein Gamecube haben oder so... Die können es dann auf der Wii U spielen, mit einer schöneren Steuerung, nicht mit der Wii-Steuerung, die ich hatte. Es sieht halt echt schön aus, es ist kein Vollpreistitel. Und wenn man es nicht will, muss man es ja auch nicht spielen. Mhm. Also ich habe mich darüber gefreut und ich bin froh, dass sie es nicht für ein 3DS gemacht haben. Oder den New 3DS, ja. Wie die Gerüchte am Anfang waren. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Remake oder Remaster jetzt haben will oder nicht. Nicht die Schuhe ausziehen. Nein. Einfach bis zum Ende durch. Okay. So. Bleib ein bisschen zu nah. Ja, ein bisschen. Mit den Eisenstiefeln wohlgemerkt. Meine Güte, hast du eine Kraft. Aber hier kann ich sie ausziehen. Ist ja auch kein Wasser mehr da. So, was bekommen wir jetzt? Stempel? Ja. Echt? Das Y. War ja nicht auch ein Herz? Nee, war das nicht so trollmäßig? Hier war gar kein Herzteil im Original. Ich glaube, da waren sogar noch Rubine drin. Ja, du bist hier so hoch und denkst dir so, oh geil, und dann kein Herzteil. 50 Rubine. Stimmt, ich erinnere mich. Jetzt darfst du rutschen. Yay! Yeah.
Ich habe schon gemerkt, langsam ging die Luft aus, ne? Ja, allerdings. Die Rutsche war irgendwie länger, als ich gedacht hätte. Ja, wusste ich. Wobei, eigentlich ist es ziemlich egal, welchen Weg du nimmst. Puh. Boah, meine Lunge. Du kannst da eh nicht durch. Wobei doch. Nee. Ja, kann man da? Nee, kann man doch gar nicht durch. Also das ist so ein Gitter auf der anderen Seite. Ich möchte gerne... dann halt nicht. Komm ich hier gar nicht rüber? Du hast gerade gesagt, du kannst da nicht durch. Ich hab dir nicht zugehört. Das ist immer gut. Ich hab noch Luft geholt. Na. Was? So manchmal? Clipping. Einfach hier links durch die Tür. Ah, da war die Tür. Und dann wieder zurück in den Hauptraum, nehme ich mal ganz stark an. Jo. Dann können wir das machen, was du eigentlich schon machen wolltest. Ganz genau. Jetzt haben wir auch das Item dafür. Ja. Ich finde es immer schön, dass auf der Karte eingezeichnet wird, wenn da Wasser jetzt entlang fließt. Ja, das stimmt. Das ist ganz angenehm. Das ist mal wenigstens, wo man schon Wasser aktiviert hat. Es hat den halben Part gekostet, diese eine Truhe zu holen. Ja. Okay. Den Schalter hier? Jo. Ja. Die springen aber auch immer so kolossal gut auf mich drauf. Vielleicht wird der Part heute ja ein bisschen länger und dann schaffen wir im nächsten Part den Dungeon. Mal gucken. Aber wir haben auch nicht mal einen Kompass, ist so die Sache. Rutschen. Oder schwimmen. Will ich diese Tür nehmen? Ja. Okay. Dann nehme ich die. Nämlich, jetzt können wir da auch mal weitergehen. Stimmt. Das Ding ist echt überall. Ja, die vermehren sich wie sonst was. Schade, ich dachte, ich käme da vielleicht noch durch. Ja, wenn du da einfach gestorben wärst, weil du eingequetscht wurdest. Das passiert eher in anderen Spielen vermutlich. Link hat einen Arm verloren, Game over. Boah, ich kann auch mit dem anderen Arm noch weiterkämpfen, wusste es nicht. Aber wenn er seinen linken Arm verliert? In anderen, in Twilight Princess allgemein, benutzt er ja beide Arme, entweder Genki- oder Wii-Version. Dann soll er sich nicht so anstellen. So. Wo will ich hin, ist so die Sache. Will nicht mit dir spielen. So, da ist eine Truhe. Wo? Da kann ich mich, glaube ich, dran ziehen. Vielleicht. Komm ich da schon? Da. Da? Bringt das was? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht ans Efeuer einfach. Kommst du da dran? Nö. Ist nirgends irgendwas, wo man sich dran ziehen kann, da wo du gerade hinguckst? Aber runterfallen ist vielleicht auch nicht so gut. Weiß nicht, guck mal nach unten. Nee. Wie kommt der denn in diesem Raum weiter? Wobei, da ist auch Efeu nach unten, oder? Aber nur so teilweise. Jetzt so ein Auge der Wahrheit, um zu sehen, dass hier in Wirklichkeit ein Weg ist. Kann ich mich an die Truhe dran ziehen? Oh, nein! Das wäre jetzt wie wenn der Gegner dich runtergeschmissen hätte. Ich hätte das nicht so lustig gefunden. Aber ernsthaft, wie komme ich jetzt weiter? Versuche ich doch an dem Ding oben dran zu hängen. Ach, guck mal! Aha. Das ist aber echt nicht danach aus, als wäre es genau direkt da drüber. Nee. Und noch mehr Wasserbomben. Yay. Aber schön, wie du die Fledermaus da noch erwischt hast. Ja, gekonnt. Rechts, Efeu? Efeu? Da? Ich muss echt sagen, es sah aus, als wäre das Efeu eigentlich direkt über der Truhe gewesen. Ja, ach stimmt, hier ist noch eine Plattform. Ja, das sah für mich aber auch so aus. Deswegen dachte ich mir, okay, da müssen wir uns irgendwie da ranziehen, aber Perspektive täuscht. Da ist noch was. Das ist aber auch teilweise gut versteckt. Wenn ich das mal so sagen darf. Komm, Link, noch ein Stück. Noch mehr Exis? Da könnte ich rüber.
Ja. Ich meine, ich habe da noch eine Truhe gesehen, aber... Ich glaube, da kommen wir jetzt noch nicht dran. Oder kannst du ja... Nee, von hier aus nicht. Hier ist nur der Balkon. Da hinten halt die Truhe. Oh. Na gut. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Kannst du nicht einfach rausziehen aus der Wasserblase? Ja. Kann ich. Huch, du lebst ja noch. Ist irgendwie mehr ausgehalten, als ich gedacht hätte. Ist einfach verschwunden, die Blase. Ja. Da komme ich nicht weiter. Da sind lustige Fontänen. Einfach mal drauf auf die... Hat die Fontäne gerade Link ins Gesicht geschlagen? Ja, tut sie. Das sah echt witzig aus. Huch. Hab ich mich jetzt runtergeschubst? Kannst du nicht drauf? Und? Steh jetzt drauf? Huch. Nee. Tatsächlich. Oben irgendwas dran? Ah. Ah, da. Sieht trotzdem witzig aus. Das wollten wir ja nur zeigen. Ja. Wie das Wasser Link ins Gesicht schlägt. Da. Ich frage mich, ob diese Bombenpfeile auch irgendwann von meiner Nase explodieren können, wenn ich nicht schieße. Wir wollen es besser mal nicht ausprobieren. Und App. Oh, da komme ich nicht hoch. Dann. Attacke! Schade. Fast getroffen. Was ist das denn? Ich habe mir eine kurze Auszeit genommen. Ja, dann auch. Und nun? War da oben nicht auch noch? Sie starren einander an. Einer? Ach nee, es war für den Greifhaken. Komme ich damit wieder zurück dann? Geh mal damit, öffnest du das Tor direkt vor dir? Jo. Ah. Sehr schön. Na gut. Link hat in diesem Spiel echt seinen unglaublich komischen Blick drauf. Ja, das stimmt. Sehr komischer Blick. Ah, hier kann ich wieder... Kann man den Dinger einfach einen Pfeil ins Gesicht schießen? Möglich, aber ich... Der meldet sich instant. Ich weiß nicht. Du machst zumindest die Wasserblase direkt kaputt. Und dann hat er eh keinen Weg mehr, wo er hingehen kann. Aber ich glaube, er macht sich die doch neu, oder? Kann sein. Na, wo kann ich rüber? Da. Wir nutzen das aber auch echt aus mit dem Plotsch. Haken. Mhm. Ist hier noch irgendwas im Wasser? Fische. Ich glaube... Böse Fische. Ja. Zum Glück hat unser Schwert eine magnetische Funktion, um Rubine zu sich zu ziehen. Oh, mehr ist hier im Wasser tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch nichts weiter gesehen. So langsam müssen wir auch mal den Kompass bekommen. Ja! Auftauchen. Wäre mal nicht schlecht, wir sind ja hier. Ganz oben dann. Ja. Oh, hier kannst du wieder hochlaufen. Yay! Hier konnte man auf dem Rand gar nicht hochlaufen, da sind so komische Löcher drin. Teilweise. Huch. Ich wusste es in dem Moment, als ich das Ding angeguckt habe. Kennst du diese Momente, wo du eigentlich schon weißt, dass du gleich fällig bist? Mhm. Das war einer davon. So. Ich dachte mir so, Lücke. Ich muss den Gegner besiegen, dreh mich um. Oha. Hallo. Schon da. Ja. Das sind so diese typischen Momente, die du in Splatoon auch immer hast. Irgendwie. Das ist Slow-Mo-Effekte, wo du dir denkst, no. So. Einfach den eigenen Panzer auf den Kopf schmeißen. Ja. Wie komme ich hier jetzt rüber? Rüberziehen? Vermutlich. Wenn es soweit reicht. Ja. Das ist so das Motto dieses Partes. Zieh ab. Das vielleicht nicht. Also wenn, wenn Christian dieses Let's Play machen würde, würde er diesen Part auch sicher einfach Suizid nennen. Oh.
War das vielleicht ein bisschen böse? Ja, ein bisschen. Sind wir bald da? Ja. Bomben oder Pfeile? Ich sag Bomben. Gut. Ich fühle mich nicht so klein. Ist dein Stuhl zufälligerweise runtergegangen gerade? Ein bisschen, ja. Erst da hoch oder erst? Ich würde erst die Truhe holen. Am Ende wirst du dann noch weggewaschen, bevor du die Truhe holen kannst. Aus Versehen. Aber das Stuhlproblem kenne ich. Wenn ich immer Digimon aufnehme, geht der Stuhl auch immer runter. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Ein Stuhl macht sich einfach selbst runter. Du bist echt klein. Hallo. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin gerade einen Kopf größer als Jan, weil sein Stuhl immer weiter runter geht neben mir. Also meiner ist jetzt ganz unten und deiner ist ganz oben. Wie sich das gehört. Das ist immer so seltsam, was mir da runterrutscht. Ja. So, jetzt stelle ich mich kurz hier oben hin, dann will ich einmal kurz auf die Karte gucken. So. Hier haben wir alles. Da. Da sind noch einige Truhen in dem Raum. Und da kommen wir sowieso ja nochmal hin. Und da oben waren wir noch gar nicht in dem Loch. Und da unten ist auch noch eine Truhe. Könnte vielleicht der Master Key sein eventuell? Nee, der ist da rechts. Ah. Und da in der Mitte ist noch eine und da links ist noch eine. Gut, und der Boss. Da in der Mitte ist noch eine Truhe? Vielleicht doch irgendwie ganz unten noch? Müssen wir gleich nochmal schauen, wenn wir im Mittelraum nochmal sind. Ja. Wasser! Und wieder Wasserrutsche. Oh, ich darf zweimal Wasserrutsche in einem Part? Ja. Geil. Und diesmal müssen wir nicht wieder hier hoch. Nee. Wobei, da sind so viele Löcher drin. So lange Wasserrutsche kann ich gar nicht machen. Ja gut. Puh. Ja gut. Nee, du machst echt die komischen Sachen. Oh ja. Da. Warum bin ich jetzt eigentlich hier rüber gesprungen? Ich hab keine Ahnung. Komme ich hier auch rüber? Nö. Ich dachte mir irgendwie so... Oh, hier ist keine Tür. Nimmst du die andere Seite? Nein. Du hast noch was vergessen. Habe ich das? Stimmt, ich habe die Tür nicht geöffnet. No. Das arme Wasser kann auch nicht raus aus diesem Raum. Man kann halt nicht alles haben, ne? Wie bist du jetzt aus hinten rumgegangen? Ich weiß nicht, ich dachte, das... Eine gute Idee. Ja. Das Rückwärtsschwimmen sieht aber auch sehr schön aus. Ja, durchaus. So. Jetzt darf das Wasser auch mal fließen. Yay, Wassermarsch. Was zur Hölle tut dieser Fisch da? Was zur... Gehen Sie wohl weg von meinem Hinterteil. Der hängt immer noch an meinem Po. Was zur... Was ist sexuelle Belästigung hier? Was war das? Jan stirbt neben mir gerade, glaube ich. Schön. Fisch vor MVP. So. Der war super. Und jetzt wieder zurück. Ja. Ich mag diesen Fisch. Der war super. Ich fühlte mich etwas belästigt. Oh. Ich hab's gemerkt. Von diesem Fisch. Yay. Jetzt gibt's sogar Wasserbomben in den großen, schönen Truhen. Ja. So, wo wollte ich denn jetzt lang? Weiß nicht. Such's dir aus. Komme ich hier auch irgendwie rüber? Nö. Nein. Hätte ja mal klappen können. Kommando zurück! Dann da. Wo war die Tür? Da war die Tür. Direkt vor dir. Ja! 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 Nein. Okay. Vielleicht kann ich dich ja nochmal im Hauptraum abstellen. Mhm. So. Erstmal wieder rüber, bitte. Moment, bleib mal gut hier. Ich würde ja gerne zu der Truhe da. Komm mal ja doch dran. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich lebend rüberkomme? Du könntest ja einfach dran ziehen, dann nehmen wir nicht. Das ist zu weit weg. Ich weiß nicht. Also, ich dachte, es ist zu weit weg, tatsächlich. So, manchmal passt ja dann doch von der Länge. Ja. Ey. Kannst du unten irgendwo passend runterspringen, dass du da irgendwo landest.
Zum Beispiel da bei der Truhe. Bist du sicher, dass ich das tun will? Die klatscht doch voll gegen das Zahnrad. Vielleicht wird Hans Zahnrad hängen, wenn du nah genug dran gehst. Jo, gut gesprungen. Wo will ich jetzt hin, ist die Frage. Auf diese Karusselldinger und dann da auf die zur Tür. Ich würde vielleicht erst darüber, genau, mal darüber. Okay. Ja, das ist ein schöner Sprung. Erst dieser aufdringliche Fisch, dann dieser knappe Sprung. So, ich will da hinten zu der Tür, ja? Denk mal schon, da waren wir nämlich noch nicht. Vielleicht stelle ich dich dann doch nicht im Hauptraum ab. Ja, no Hauptraum for me. Huch. Fast. Gleich hast du's. Das war irgendwie doch zu weit. Ich hatte irgendwie gedacht, er würde darüber kommen. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Vertrauen in Link. Ich wurde enttäuscht. Ob du von hier aus irgendwo da runterspringen kannst, passenderweise? Das könnte vielleicht klappen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist das Zahnrad zu sehr im Weg. Ist auch voll daneben gesprungen. Ich wollte auf das Zahnrad drauf. Ach so, ich dachte, du wolltest da unten auf die, auf dieses... Nein, ich wollte, mit den Vasen. Ich wollte tatsächlich auf das Zahnrad drauf. Eigentlich. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich glaube, das hätte sogar hingehauen. Auf die Vasen drauf? Ja. Da? Ja. Ich hab's halt aber auch mit meinen Punktlandungen. Ja. Nein. Okay. Die Sache ist... Wenigstens sind die ganzen Dinger jetzt weg. Da will ich rüber, aber wie komme ich darüber? Guck hoch. Von dem Ding aus? Such dir eins aus. Ach komm. Ich fühle mich veräppelt. Ein bisschen. Danke. Loslassen? Jetzt? Ja. Woher wusstest du das? Abgeschätzt. Oh, wow. Joa, ne? Zur Not hätte sich einfach ein bisschen runterfahren lassen können. Ja. Okay. Wo sind wir denn jetzt laut Karte? Ja, da ist... In einem Bereich mit einer Truhe. Da ist noch eine Truhe. Und da ist noch eine Truhe. Quasi der Masterschlüssel. Die Truhe in der Mitte können wir gleich holen, wenn wir im Hauptraum sind. Und die Truhe da hinten auch. Aber da oben sind auch noch zwei scheinbar. Die hole ich dann gleich auch noch. Okay, Jan ist unser Truhenbeauftragter. Jo. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.